Warum zur Hölle ist es hier so dunkel? Oh, nicht die! Oh, ich hasse die! Alter Schwede! Was? Ah! Nein! Oh, lass mich in Ruhe! Scheiße, sorry! Was soll ich? Achso, ich hätte ja natürlich den jetzt wegrotzen können mit der Shotgun. Alter! Ist das hier unser Zuhause oder was? Oder ist es einfach nur irgendein Haus, in das wir rein können? Magazine. Es ist so dunkel hier. Es ist so trostlos. Seht euch das mal an. Ich kann das gerade ganz schwer einordnen, diese Atmosphäre, weil es wirkt sehr bedrückend, obwohl eigentlich, ich sag mal, alles irgendwie, ne, hier diese schöne Gartenlandschaft, irgendwie diese gemütliche Nachbarschaft, diese Helligkeit, die so ungewohnt ist bei Cry of Fear, dass das alles nicht mehr ganz so schlimm macht, und doch ist noch irgendwas, was im Nacken sitzt. Dann diese Fragezeichenmusik irgendwie. Irgendwie. Irgendwie ist es noch nicht vorbei. Irgendwie ist es noch nicht. Es fühlt sich nicht an wie zu Hause. Da ist es sicher, wie wir gehört haben. Inventar voll. Ach! Alter! Wo kam der denn her? Okay. Okay, das ist dann jetzt mal Zeit für eine Spritze, würde ich mal sagen. Alter, der hat sich halt so krass geritzt da am Arm. Ach du Scheiße! Na komm her. So. Ich sehe dich. Als ob die von da treffen würde, so gut. Es funktioniert tatsächlich. Das ist wie Tontauben schießen hier. Boah, das feiere ich aber. Da lag doch die M16 drin. Wo ist der andere? Hier. Boah, geil, ein Feuerwehrauto. Oh! Ja, Leute, die Nachbarn haben gestern auch zu viel gefeiert, würde ich sagen. Heiliger Bimbam. Krass, ey. Oh nein, da soll ich bestimmt rein, oder? Na, wisst ihr was? Ich glaube, ich scheiß jetzt mal auf die Shotgun. Ich glaube, ich hole mir jetzt mal noch schnell die M16, weil dafür haben wir wesentlich mehr Munition. Wie es aussieht. So, die Shotgun deponiere ich mal hier. Vielleicht, so, wenn echt Not am Mann ist, vielleicht kommen wir da wieder drauf zu sprechen. Aber mittlerweile finde ich es sinnvoller, auf eine andere Waffe umzusteigen. Ich weiß echt nicht, was mich erwartet. Es ist auch kalt hier. Es ist gerade so kalt in dem Raum, wo ich aufnehme. Was können wir weiter hier? Ja. Schön. Noch zwei Magazine.
Schön, schön. Und ich glaube, wenn ich da diese dunkle Garage sehe... Hä? Hier. Wenn ich diese dunkle Garage sehe, dann bin ich ganz froh, dass ich echt immer... mich für das Licht entschieden habe. Ich glaube, bei Cry of Fear sollte man sich generell für das Licht entscheiden. Ach, liebe Leute. So, da mal wieder jede Tür abklappern. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen ruhig bin gerade. Ich will gerne die Atmosphäre wirken lassen, auch auf mich. Euch natürlich. Was ist denn mit den Türen eigentlich los hier? Die Grafik backen ein bisschen. Hier nicht. Also hier könnte man echt wohnen, ne? An sich. Ist ja irgendwo nirgendwo, aber ich bin ja auch mehr oder weniger auf dem Land aufgewachsen. So, gut. Was auch immer wir genommen haben, das wird jetzt hier bedient. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice vom Spiel. Es ist jetzt auch gerade irgendwie, es ist trotzdem noch unheimlich. Es ist doch eine ganz andere Art von Unheimlichkeit hier. Dieses Unbehagen, so dieses sich nicht sicher fühlen. Oder noch nicht. Finally home. Endlich zu Hause. I hope Mom's okay. Okay, aber welches davon ist unseres? Das hier? Mit dem großen Vorgarten? Okay, Freunde, finden wir es heraus. Das sieht doch so aus. Mom? Mom! Where are you? Mom? Mom! So lange gekämpft, so lange gelitten und es ist niemand da, um uns abzuholen. Verfluchter Bockmist. So, Freunde. Ich habe das Gefühl, das war's noch nicht. Ich habe das Gefühl, das geht gleich noch los. Oh, wie stilvoll. Ja, haben sie sich mehr... Ich dachte, ich hätte was gehört. Ja, haben sie sich definitiv mehr Mühe bei der Inneneinrichtung gegeben. Also im Spiel, meine ich. Blumen und alles. Gibt's hier noch irgendwas, was uns eventuell weiterhelfen könnte? Ich hab so Angst. In diese eckigen Kissen. Alter! Das Monster im Schrank, ey. Wenn da jetzt irgendwas rauskommen würde, ich hätte mich nicht gewundert. Aber hier, von unter dem Bett. Thank you.
Alter, was zur Hölle geht? Alter, wir sitzen im Rollstuhl. Ach du Scheiße. Simon. Wir kämpfen gegen uns selbst. Um Gottes Willen. Alter. Alter. Oh mein Gott, ey. Boah, ist die Steuerung kacke, ey. Ja. Natürlich. Natürlich ist sie kacke. Was für... Ist das eine kranke Scheiße, ey. Für Teufel. Heftig. Wir kämpfen gegen uns selbst. Wir sind so ein Symbol. Oh mein Gott, die Angst war so berechtigt. Alter. Okay. Kognitive Therapie, meine lieben Freunde. Schließen wir jetzt alles ab, oder verlieren wir endgültig den Verstand? Alter! Ist das eine kranke Scheiße? Ey, Alter, die Steuerung. Ich will so gar nie im Rollstuhl sein. Ey. Was? Was? Eine Fliege hat eine Schrotflinte! Das macht's noch mal so viel intensiver hier, dieses, dass es so scheiße ist im Rollstuhl. Was ist denn eigentlich gleich mitleiden hier? Was ist jetzt los? Ich hake hier fest. Mal Textur. Nein! Oh, krass, ey. Macht ihr ein krankes Spiel, Leute. Die Steuerung ist auch total unintuitiv. Es ist total seitlich. Alter! Wir haben da gar keine Chance. Und ich hake hier dauernd fest an den Texturen. Oder wo auch immer. Ich kann mich nicht bewegen. Scheiße, ey. I stopped myself from doing it, from committing suicide. But it didn't only leave me alive. It also left two police officers dead. I killed them. Shot them both.
This was not supposed to happen. Doctors testified that I was having a psychosis. Which means that my punishment won't be too hard for me to bear. I have to spend the rest of my life in a mental hospital, where nurses and doctors are taking care of me. They let me finish my book, and it has helped me a lot. I wrote a happy ending, just for myself. I feel better now. I am more at peace with myself, even though I'm still stuck in this wheelchair. But I accept that now. I can never forgive myself for shooting those two officers, though. But I have so many supportive people around me now, so I think I will be okay. Dr. Purnell is mentoring me and is watching my progress. I am lucky to have him. Sophie visits me every once in a while. When the doctors let her, that is. They still think her visits are too destabilizing for me and that it hinders my progress. I keep on telling her how sorry I am for making her life miserable every time she's here. She just laughs a bit and tells me to stop being so silly. But I can see the damage I've done to her in her eyes every time she looks at me. She found a new friend. One who is there for her and treats her right. I'm happy for her. Though I'll miss the good moments we've had, knowing that they'll never come back. I think this is a good time to close this book. It has changed my life forever. The end. Und hier sehen wir die Leute, die für diese Story und im Endeffekt auch für dieses Let's Play verantwortlich sind und waren. Ich weiß nicht, warum gerade keine Untertitel kamen, aber ich kann das nochmal, also eigentlich konnte man das gut verstehen, ich kann es aber nochmal für die Leute, die nicht so gut Englisch verstehen können, nochmal zusammenfassen. Simon hat es geschafft, wir haben es geschafft. Er hat sich nicht selbst umgebracht. Er war gefangen in einer bitteren, bösen Psychose, was zwei Polizeioffizieren das Leben kostete. Und darauf folgte eine Einweisung in ein Mental Hospital, wo er sein Leben lang verbringen muss. Dr. Purnell ist nicht tot. Dr. Purnell behandelt ihn. Genauso wie Sophie noch am Leben ist. Und ihn regelmäßig besucht, seine Freundin oder seine große Liebe. Sie lassen ihn sein Buch fertig schreiben. Was ihm helfen soll, darüber hinwegzukommen. Ein einziger Tag, nur ein einziger Tag, liebe Freunde. Ein einziger Unfall. Dein Leben ist komplett im Arsch. Du weißt nicht, wann es passiert. Heute, morgen, übermorgen, nächste Woche, nächstes Jahr. Oder vielleicht schon in den nächsten 10 Sekunden. Cry of Fear war ein großartiges Spiel. Ohne Scheiß. Ich hatte es ja mal privat gespielt und dann abgebrochen, weil es mir zu eklig war. Mit euch zusammen habe ich das durchgezogen und ich bin froh über jeden Einzelnen, den ich damit in diesem Sinne erreichen konnte, wenn man so will. Ich muss sagen, ich bin immer sehr empathisch, was Spiele angeht, versuche mich in die Charaktere hineinzuversetzen. Und deswegen war Cry of Fear nicht nur horrormäßig ein sehr, sehr, sehr krasses Spiel, krass im Sinne von intensiv, sondern eben auch die Story, die mich
teilweise sehr traurig macht, teilweise sehr mit den Gefühlen spielt. Und einer meiner Kommentatoren hat das sehr schön gesagt, trotz dieses relativ doch im Sinne alten Grafikgerüsts, wenn man es jetzt mal so vergleicht, das ist ja eine Mod ursprünglich für Half-Life 1 gewesen, momentan völlig unabhängiges Spiel, kann man sich kostenlos bei Steam runterladen, ich würde es jedem empfehlen, ganz nebenbei, und man kann auch spenden für die Entwickler, die dann mehr Support in die Custom Campaigns reinstecken und so weiter und so fort und einem Special Game Content sozusagen oben drauf geben, ich glaube ab $10 oder so. Ich glaube, die Leute hätten es verdient. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch gerne Geld dafür bezahlt für das Spiel. Achso, einer meiner Kommentatoren hat hat geschrieben, dass das Spiel ist, es ist unglaublich, dass das Spiel es schafft mit diesem alten Grafikgerüst und überhaupt dieser alten Engine eine so dichte Atmosphäre zu kreieren. Eine so bedrückende Stimmung. Und ohne Scheiß, wenn ihr das selber runterladet, ich glaube, auch wenn ihr das ganze Let's Play verfolgt habt, werdet ihr noch genug, ich sag mal, oh, Statistics and Grade, D, Shots Fire, 1066%, Spritzen, Enemies killed. Wir haben fast 10 Stunden gespielt an diesem Spiel, liebe Freunde. Ending Scene 4, wir haben das vierte Ende. Es gibt also noch mindestens 3 weitere Enden. Das ist so krass. Das ist echt so krass. Wir haben auf normal gespielt. Es war teilweise sehr, sehr hart. Für ein Let's Play, aber definitiv ausreichend. Was ich sagen wollte, wenn ihr euch dasselbe runterladet, dieses Spiel, dann wird es euch mit Sicherheit auch nicht langweilig werden, weil einfach das Spiel so unheimlich groß ist, ne? 10 Stunden für ein kostenloses Spiel, was einen so mitreißt, was so unheimlich, also ich traue mich gar nicht liebevoll zu sagen, aber detailliert, ne? Man geizt sich mit Jumpscares, mit Musik, mit bedrückender Atmosphäre, Psycho-Horror, man hat halt von jedem irgendwie was dabei, Jump'n'Run, obwohl das, muss ich ehrlich sagen, noch ziemlich kinderschuhmäßig irgendwie reingearbeitet wurde, das hätte man noch ein bisschen besser machen können, so meine eine kleine konstruktive Kritik, aber das schmälert ja das Spielerlebnis überhaupt nicht. Lasst ein Jahr vergehen, dann ladet euch das runter und zockt es durch und ihr werdet euch die Scheiße aus dem Leib gruseln. Ich glaube, ich bin hier jetzt erstmal raus. Soweit. Es war eine sehr intensive Reise. Und ehrlich gesagt bin ich auch in gewisser Weise froh, dass es jetzt vorbei ist, weil es war teilweise echt unangenehm, dieses Spiel zu spielen. Dadurch, dass Leute es sehen wollten, habe ich es immer noch fortgeführt. Privat hätte ich es wieder abgebrochen. Ohne Scheiß. Absolut krank. Absolut bedrückend. Und traurig. Ein trauriges Spiel. Ich hätte gerne noch die anderen Enden gezeigt, aber ich glaube, da müssten wir dann wieder bei diesem Carcass-Ding anfangen, wo man wegrennen konnte, wo Sophie in den Tod gestürzt ist. Oder bei dem Doktor, ob wir ihm die Pistole geben oder nicht. Und ich weiß nicht, was dann passiert, aber ich glaube, wir haben das gute Ende erreicht. Ich glaube, wir haben unseren lieben Simon zum guten Ende verholfen. Zur Selbstheilung. Seine Freunde leben, der Doktor lebt. Über die Familie haben wir keine Ahnung, aber er konnte sein Buch fertig schreiben. Und ganz ehrlich, Freunde, wir durchspielten nicht die Zeit nach dem Unfall oder die Psychose, meiner Meinung nach, sondern wir haben Simons Buch durchgespielt. Cry of Fear, Schrei der Angst, war Simons Buch, das er in Therapie für seine eigene Psychose schrieb. Und damit mache ich dieses Kapitel zu. Und ich freue mich auf weitere spannende Projekte mit euch. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall.
Und wir sehen uns wieder, meine Lieben. Bis dann. Haut rein und habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.